Ich hab morgen 10 Stunden. Ich könnte meinen Kumpel richtig schön treten, sozusagen. Bei dem fällt Montag einfach von 7 Stunden alles aus. Ich hatte, letzten Freitag auch die ersten 4 frei, wie gesagt. Weißt du, unser Impro-Lehrer hat heute mal wieder den Meme des Tages rausgehauen. Ich spiele ja im Impro-Kurs die Hauptrolle, was Biedermann die Brandstifte angeht. Und dadurch, dass sich die ganzen Lappen alle für solche Nebenrollen entschieden haben, die aber halt permanent vertreten sind, während Biedermann so viel Text hat, dass Biedermann eben gesplittet wurde, läuft es jetzt darauf hinaus, dass ich im ersten Akt Biedermann spiele und im zweiten Akt dann den Souffleur sozusagen. Und jetzt hat mir der Lehrer die Aufgabe gegeben, dass ich doch bitte, da er nächsten Montag nicht da ist, doch bitte dann am Montag alle Leute zusammentrommle, da dort eigentlich Ausfall ist. Ja, die hilft bei mir im Kurs eigentlich nur in dem Kurs, damit sie irgendetwas abwählen konnten von GIO oder GAW. Okay, ich hoffe, wir kriegen kein Rot. Der Delay. Dafür kann ich nichts. Dafür kann ich nichts. Ich stand hinter der Kannst du nicht wegpusten? Also wegpusten kann ich, ja, dann haben wir halt einen Pager weniger hinten. Ja, müssen wir halt aufpassen. Das Scheiße jetzt. Vielleicht haben wir auch diesmal Glück mit dem Pager hinten, dass wir nur 3 kriegen. Das macht Nummer 2. Oder auch nicht, interessant. Rot ist an der Poolbar hinten. Okay. Ja, war jetzt scheiße, ne? Kackbohnen, Alter. Ich hab vorhin noch so groß, nimmst du eigentlich auf, ja, ne? Ja. Ja, erstmal nachfragen, ob du schon beleidigen kannst. Ja, vorhin so groß. Ja, Alter. Mir macht der Diesel ja nichts aus. Bis gerade eben war der Diesel in Ordnung. Na komm, jetzt kann ich ja wieder nicht lang, weil du den Typen nicht weggemacht hast. Super. Soll ich den dir wegmachen? Ja, Sonnenschein, bitte. Halt dein Maul. Voll Homo. Heinz-Dieter, bleib mal hier. Okay, let's fucking do it. Vielen Dank. Okay, doch nicht. Die Kamera sieht ihr nicht. Warte mal. Der Typ, der hinten steht, wo? Kappa der steht los. Safe. Oh, das war gut jetzt. Kann sein, dass die Kamera den gleich spotten wird. Ja, genau deswegen loop ich die auch gleich. Ich konnte es halt nicht mehr loopen. Soll ich den Pager dann machen, ja, ne? Jo. Bist du ein Profi, ne? Das gibt's gar nicht. Ey, komm. Haben wir jetzt hier 3 weg schon hin? Das ist doch auch was. So. Pager hinten weg und einer wird noch kommen und den müssen wir dann ausweichen. Ja. Wenn der am Ende halt schief geht, müssen wir jetzt ECM rushen dann. Ob wir das schaffen. Aber ich hatte es persönlich nicht mehr seitdem hinten dann alles frei war, dass der dann nochmal gekommen ist. Hast du Archives schon gemacht? Nee. Willst du es machen? Boah, kann ich machen, warte. So, wo ist jetzt dieser Civi? Richtig schön die ECMs wasten, aber scheiß drauf, lieber hier doppelt safe gehen mit dem Civi. Mit dem Delay, der gerade am Anfang geherrscht hat und uns den ersten Pager gekostet hat, kannst du noch nur mal sicher gehen. Nimmst du jetzt eigentlich auf oder nicht? Ja, ich nehme gerade auf, aber ob der ran hochkommt, das ist halt die andere Frage. So fällig wie der gerade war. So fällig wie du gerade warst, ja. Ja, das stimmt. Ich fühle mich gerade wie Deutschland im Versailler Vertrag. Ich erkenne meine Schuld komplett an. Und erkenne, dass Ironie, ich meine Schuld Alter, Deutschland und den Versailler Vertrag. Ist vor 2 Jahren immer noch gezeigt, die Scheiße. Ja. Das Franzosen haben angefangen, ja. Ist so. Nur weil wir ihr Baguette geklaut haben. Ja, und ich durfte mich jetzt mit der Weimarer Verfassung beschäftigen. Die war auch ziemlich interessant. Aber wenn man das mal ganz logisch und normal betrachtet, fällt einem halt echt auf, was für eine Scheiße die alles verzapft haben, von wegen, dass der Reichspräsident so viel Macht inne hatte. Hast du die Manager schon? Manager wollte ich, glaube ich, einen Drill ransetzen, aber kann ich, glaube ich, vergessen haben. Hast du, glaube ich, schon wieder reingesetzt. Ist schon fertig. Gehst du fast so sick zum hier Dings? Ja.
One of three. Ja. Haben wir jetzt 9-9. Ja, und ich mach vorne den. Du musst die Dings machen, ne? Ah ne, du hast jetzt mir den Dings gelassen, oder was? Ja, ja. Ach so, ich dachte, du machst den, ich mach die Digits. Was ich kann das jetzt auch machen, aber ich hab halt eben diesen Delay. Muss ich kurz Stamina sammeln, Mann. Boah, jetzt bin ich jetzt den kompletten Weg dreimal hin und her gesprintet. So, hat er sich richtig verausgabt. Boah, scheiße. Jetzt kriegen wir den nächsten Rip. Pass auf, schlechter Witz incoming, solange es wieder McDonald's Rip ist. Entschuldigung. Alter, Maul, du Bastard. Entschuldigung. Ich bin dem Ziv gerade ins Gesicht gesprungen. Oh. Als müssen die Zivis so extrem buggy. What? Was hat die Olle gesehen? Ja, ist doch egal, schaut die einfach runter, die beiden, da kannst du runterschreien in den beiden Räumen. Ach nee, hab ich schon, aber ich hab den Dings den Laptop angemacht, bin rausgegangen in den anderen Raum drüben, da hat die Olle hier was gesehen. Lol. Ich bin mir jetzt auch so krass, hat D-Sync am Start, oder was? Denk dran, dass du die beiden Käfige da aufknackst. Soll ich die machen? Ja, lass du da raus snacken. Hey, Papi. Dankeschön. Das wollte ich jetzt noch erzählen, und zwar, war ich ja vorhin wieder geistig weg, da. Ich hab dir erzählt, meine Mom kriegt jetzt sozusagen solche Schüler von einer Schule bei uns in Sachsen. Da geht es darum, dass diese Schüler dort eben keine Noten an der Schule kriegen, sondern eben nur eine schriftliche Bewertung in Form von ist dort sehr gut oder hat dort noch Defizite. Und die Schule hat halt einfach keine Prüfungszulassung. Das heißt, damit die Schüler überhaupt einen gültigen Abschluss kriegen, bist du halt eine allgemeingültige Schule. Und die machen das eigentlich so clever, wenn du dir das mal überlegst. Anstatt sich mit irgendwelchen Prüfungen oder so rumzuschlagen, sagen die einfach, nö, machen wir nicht. Eigentlich voll die kluge Masche, oder? Boah! Das Tier. Der D-Sync, Mann. Oder der D-Sync. Hab mir jetzt die letzte Digit gemerkt. So. Sehr gut. Oh, bitte kein Rot, kein Rot, bitte Blau, bitte Blau, bitte Blau, bitte Blau, bitte Blau. Oh, das ist glaube ich Blau. Da siehst du das, lol. Das wusste ich ja noch gar nicht. Ich glaube, er war links. Safecore rechts. Safecore ist ja, auf meine Mutter, meine Generation. Ist rechts, ist rechts. Es ist blau oben an der Bar. Echt? Die findest du leicht? Was? Die findest du leicht? Die finde ich auch leicht. Ich finde beide nicht schwer. Wieso? So. Na, ich persönlich finde, das ist für mich eigentlich noch der schwerste Part, oben die Bar zu kriegen. Keine Ahnung. Mit der Bar oben habe ich keine guten Erfahrungen. Also ich bin immer froh, wenn es draußen ist oder im VIP-Raum. Gerade VIP-Raum finde ich eigentlich noch mit am leichtesten als Host. Er hat einen Room 103, ne? Ich bin gerade zuvor im Chat nachzugucken. Hatten wir. Okay. Combination war 899. Okay. Alright. Now let's wait for him to try that drink. He's going to find the job. Auf da hinten, noch sah die Camps nicht aus. Naja. Ja. Vergiss dann nicht oben im Raum von dem dieses Necklace und gegebenenfalls die Money Bundles. Und er geht raus. Echt jetzt? Ich muss ihn draußen töten. Ja, kill den Typen. Wenn er rausgeht, ist er selber schuld. Pech gehabt, fertig. Das ist so der einzige Geist, wo ich sage, ich mache eine Ausnahme, weil du es einfach nicht anders machen kannst. Try every
103 Bane. Da machst du nix. So, wir kamen bis in 1-3er. Nicht so mit netten 1-5er. Hinten eine Guard ist die Frage. GG. Badezimmer. Und weg. Die Necklace. Perfekt. Ich bin richtig schön in diesen Schwall von Schlafgas reingelaufen. Warum sagt mir Bane, nachdem ich die Nummer eingetippt habe, great, now you can mask up again? Ich. Sagt er das bei dir? Ja. Macht er auch. Hashtag Bugday. Siehst du, ist doch ein guter Run, Mann. Wenn du was hast, musst du trotzdem gut hinbekommen. Mom. Ich brauch ein Rad. Ja. Mom. Ja, die Lösung ist nicht schlecht, Mom. Jetzt ist es gerade ungünstig. Alter, geh mir mal nicht auf die Eier. Die ich nicht habe. Nein. Ich hab das Geld schon falsch. Muss ich dazu noch irgendwas sagen? Muss ich dazu noch irgendetwas sagen? Du was? Wie viel hast du mitbekommen von dem, was meine Mom zu mir gesagt hat? Nee. War schon wieder so eine richtige Seufz-Moment-Aktion. Was hat sie denn gesagt? Ja, meine Mama ist halt Lehrerin und kriegt halt jetzt nächstes Jahr sozusagen, macht sie halt eine 6-wöchige Kur, hat aber halt eine 10. Abschlussklasse und hat sie halt gerade mit mir mehr oder weniger halbwegs diskutiert, was sie jetzt machen soll, damit diese 10. sie eben, damit sie diese 10. eben nicht komplett hängen lässt.
Naja, aber das, was gerade wahrscheinlich auf der Aufnahme ist, wie man zu hören ist, boah, Alter, gehen wir nicht auf die Eier und ey, Alter, ich muss mit dir reden. Mach die im Moment leiser. Schneid die so, dass es leise ist in dem Moment. Ach, ich kann da rauspiepen, falls da, also falls ich das Interesse und das Engagement zeige, kann ich das easy rauspiepen. Das ist jetzt nicht das Problem, ich wollte es einfach nur mal gesagt haben. Das just for the record. Gleich mit Vegas? Ja. Ich bin mit Vegas sogar relativ gut. Das ist das Beste von allen. Ja. Mit Vegas kannst du ja wirklich alles machen. Hier kommt einfach keiner zum Tragen rein, Mann. Wo sind meine Sklaven? Na, was hast denn du als Stundenfilter eingestellt? Bei 100. Wieso hast du den einen Typen eigentlich gekickt? Weil er 120 hatte von 300. Ach so. Aber gerade bei dem Heiß, da kommen halt meistens die ganzen Noobs rein. Die haben ja dann halt auch kann mal alles. Ich kann dran. Den Stundenfilter auch runterstellen, ist kein Ding. Deine Entscheidung. Mod Option. Newbies go back to overkill. Hour Filter. One down stealth. Machen wir mal auf 100. Ja, 100 reicht ja, ne? Ja. Niedriger als 100 geht's nicht. Jetzt sollten sie kommen können. Sind halt Stealth? Ja gut, Stealth sind halt wirklich nur zum Taschentragen da. Hast du auch mal früher gemacht, Shadow Raid, wenn du einen Line Loot hattest, die ganzen Typen über die Taschen tragen lassen? Nee. Dann mal aufgemacht, dann nehme ich alles Secured und am Escape stand. Das mache ich eigentlich auch immer, aber zumindest bei solchen Nice, zum Beispiel Big Bang, wenn ich alles unten im Elevator habe, dann Lobby auf, bei Framing Frame halt, wenn du das ganze Gold sicher hast. Hier ist klar, wann ich aufmache. Bei gut, First World Bank stealth ich sowieso nie. Art Gallery eigentlich auch nicht. Big Bang, na gut, Quatsch, Big Bang im normalen Bank heißt eigentlich auch nie. Firestarter eigentlich immer nur mit Freunden. Alesso heißt, muss ich auch immer, was ich mache, ich halt immer auf, wenn ich komplett am Escape stehe. Dann. Du machst du First World Bank eigentlich? Train nicht. Heißt, keine Ahnung, ich mag First World Bank eben einfach nicht, wahrscheinlich, weil ich immer Pech habe mit meinen Settings, um auf ALP zu gehen. Recht einfach, First World Bank. Zu zweit ALP ist echt einfach, aber allein ist schon ein bisschen nervig halt. Train heißt mache ich immer sofort auf, wenn ich alles auf safe habe. Train heißt ist ALP, ist ein bisschen eklig. Ja. Ach, ich mag den Train heißt tatsächlich. Ich bin bei dem inzwischen so gut geworden, dass ich, wenn ich jetzt nicht gerade irgendwie wirklich, wirkliches Pech habe oder nicht Host bin, dürfte ich den eigentlich in, ich sag mal, 95 oder 98 von 100 schaffen. Ich sage, beim Trainer ist halt bloß seit halt viel getragen, ne? Ja. Seid richtig eklig. Wie viele Taschen und Munition gibt's da? 20. Früher gab's 40. Mittlerweile bist du bei 20 Taschen Ammo und 3 Taschen. Ne? Ja. Und jetzt bist du halt inzwischen noch bei 3 Taschen zusätzlich. Nein, ich wollte doch mitfahren. Sind 2 runtergefallen. Kannst du auch liegen lassen, ich hätte dir das nehmen können. Ist auch das Geile, weißt du, für den Host glitchen die halt anders als für den Client. Gibt so viele Bugs, die hier. Ich hoffe, dass sie das mit Payday 3 dann vielleicht ein bisschen besser machen. Ich bin ganz ehrlich, für solche, also in der normalen Pub-Lobby oder so, würde ich das nie nutzen, auch nicht für so einen richtig offiziellen Run. Aber mal mit Freunden, gerade für Golden Green, wenn eh alles safe ist, so Carry-Stacker würde ich schon gerne mal benutzen. Nee. Nervt heute den Taschentrager, aber ja, macht uns ohne diesen Mod. Und wenn es nur 2 Taschen wären, keine Ahnung. Aber jede Tasche immer einzeln werfen, ist halt schon ziemlich langweilig. Aber halt auch wirklich, also ich würde das halt nie sowas machen, keine Ahnung. Big Bang, dann alle Taschen auf einmal nehmen, dann nur ein einziges Mal gehen und dann halt direkt safe sein, das würde ich nicht machen. Find's mal geil, wie alle so meinen, wenn man Payday 2500, das hat man das Spiel durchgespielt. Und es gibt nichts mehr, was man machen kann. Es gibt so viel, was man machen kann. Immer wieder neue Herausforderungen. Allein schon die Herausforderungen, die Bruno reingestellt hat, sind alle unnormal. Übrigens, ich kann, falls du jemals ein gutes Stealth-Challenge probieren willst, probier mal Hoxton Revenge auf Pazifist zu stealthen, wenn du nicht den Laser deaktivierst, um in das Haus zu kommen. Das ist mega krass. Den Laser nicht deaktivieren. Pass auf, am Anfang musst du doch, wenn du reingehen willst, diese eine Alarmbox deaktivieren, ne? Ja. Jetzt mach das mal, ohne diese Alarmbox zu deaktivieren.
Wie willst du es machen? Pass auf, und zwar, wenn eine Guard draußen auf den Balkon geht, dann wird der Laser deaktiviert. Und dann musst du an dieser Guard irgendwie vorbeikommen, reingehen und dann auch auf den Gleichweg wieder rauskommen. Das ist hammerschwer. Mein Rekord liegt bei Pazifist bei 6 von 8 Backs. Ich hatte es eigentlich schon geschafft. Wie viel musst du machen? Alle. Ja, wie willst du, ich weiß mal, wie willst du das, die ganzen Objectives drin schaffen, wenn du den Laser nicht deaktivierst? Naja, das ist eben die Sache. Du kannst halt nur raus, wenn eben eine Guard auf dem Balkon läuft und du halt eben rauskommst. ECM. Wer hat da was gesehen? Na, die Guard. Jetzt sollen die mal alle kommen, Mann. Wisst ich. Aber wir haben es bald taschentechnisch. Wir haben es bald taschentechnisch. Ja, die sollen mal faster join. Ja, genau. Join halt nicht, Mann. Was ist denn das? Da steht die ganze Zeit, kommt rein, und dann joint keine Sau. Was? PHLS? Professional heißt das laut ECM. Dabei ist aber... Nee, das ist nicht der Professional, heißt das laut, glaube ich. Oder? PHL wäre der Professional, heißt das laut. Ja. Wir haben noch 8 Taschen, das schaffen wir. Haben noch 2 ECMs. Ja. Ich schreibe dir nochmal bei 5 Sekunden zur Sicherheit. Warte, das wird dicke reichen. Okay, hat's ja. Okay. Easy peasy, der Da ging der Run doch noch gut. Ja, die Guard hätten, das hätten wir aber wissen müssen, dass sie kommen, Mann. Haben wir. GG. War halt kacke jetzt, Mann. Na, war halt Pech, aber wir haben es trotzdem ja noch geschafft. Mit ALP, also was will man mehr? Gut, ja, nicht ALP, die Money Bandits haben gefehlt, aber. Welche? Die vorne, vorne an Rezeption habe ich eigentlich alle geholt, auch die hinten im Lockerroom habe ich alle. Hab ich alle geholt, hab ich alle im Nachhinein geholt, als du weg warst. Mir wurden doch 22 angezeigt. Das kann nicht sein, ich habe eigentlich alles geholt. Kann halt sein, dass die irgendwie auf der Map random verteilt sind, aber ich habe unten alles geholt. Wenn du vorne alles geholt hast, haben wir eigentlich auch alles. Wir müssen es mal abchecken. Trotzdem, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.